Hallihallo und herzlich willkommen zum 41. Part meines Let's Play zu Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back in der Neuauflage für die PlayStation 4. Das heißt, wir spielen die Crash Bandicoot Insane Trilogy und wir gehen, wie im letzten Part versprochen, ins Level Pack Attack rein, ohne lang zu diskutieren, denn der letzte Part war leider nicht wirklich produktiv. Wir haben zwar zwei Level gesehen, aber leider haben wir in diesen beiden Leveln, wo jeweils noch ein Edelstein gefehlt hat, blöderweise nichts geschafft. Ja, das ist ein Stück weit ärgerlich, aber was soll ich sagen? Wie steuert man das Ding nochmal? Ich bin gerade echt verwirrt. Nee, so geht's. So, ja, Jetpack-Steuerung umgekehrt, nicht wahr? Ich hab's so umgekehrt. Ja. Das ändern wir jetzt mal gerade, weil für das Level finde ich das jetzt gerade nicht so prickelnd. So. Ja, okay. Nee, ich hatte es für den Endfight gegen Cortex, hatte ich es ja umgestellt. Und ich muss jetzt aber gerade feststellen, dass ich das nicht so prickelnd finde. Ja. So. Was ich aber sagen wollte. Wir haben im letzten Part jetzt leider nicht wirklich was geschafft. Wir haben zwei Level gesehen, wie gerade schon erwähnt, aber wir haben in diesen beiden Leveln keinen der noch fehlenden Edelsteine geholt. Was ein Stück weit ärgerlich ist. Weil ich jetzt auch nicht unbedingt so toll finde. Aber ich habe ja auch mal gesagt, und dazu stehe ich auch, dass ich hier in keinem Level instant nach einer Lösung suche. Ich will wenigstens einmal versuchen, die entsprechenden noch fehlenden Edelsteine so zu finden. Und deswegen betreten wir die Level auch alle mindestens noch einmal so, eben ohne zu gucken, ohne zu fuschen, in dem Sinne. Und ja, seht's mir nach, wenn ihr da jetzt unter Umständen dann jetzt dadurch bei dem einen oder anderen Level einen unnötigen Versuch seht. Wie kommt man denn nochmal zurück, verdammt nochmal? Das geht doch auch, ne? Ja, genau. Mein Gott. Huiuiuiui, ich muss hoch. Da ist nämlich eine Kiste, habe ich gerade gesehen. Genau. So, und erst jetzt machen wir diesen blöden Checkpoint kaputt. Dann ist die Kiste nämlich auch gesichert. So. Ich hoffe mal, ich habe bisher nichts vergessen hier. Das wäre sehr ärgerlich, weil gerade bei diesem Level kann man natürlich durchaus auch mal was übersehen. Ja. Übersehen war schon das richtige Wort. So. Alles klar. Den Dödel. Ah, jetzt ist er natürlich ganz kurz vor knapp vor diesem blöden Ding. Okay, Tor ist auf. Perfekt, hat ja dann doch noch geklappt. Eieieiei. Hey, also, um das nochmal aufzugreifen, ich möchte gerne schon versuchen, hier alles mehr oder weniger alleine zu finden. Und deswegen spielen wir jetzt auch diese Level hier auf jeden Fall nochmal so, bevor wir dann im Zweifelsfall auch, mein Gott, das ist gar nicht so einfach, bevor wir dann auch im Zweifelsfall nachschauen müssen, wo es ein oder andere Gimmick gibt, beziehungsweise das ein oder andere Geheimnis gibt. Zurück. Ich mache das aber auch hier, glaube ich, so, dass ich jetzt die Kiste erstmal zerstöre. So. Und dann erst den Checkpoint mitnehme, wenn ich ihn dann treffe. Okay. So. Und weiter geht's. Im Text. Was? Ach so, da ist ein heißes Rohr. Okay. Ja, ist aber nicht so schlimm. Ich habe ja gerade den Checkpoint erreicht. Ich gehe aber trotzdem nochmal zurück. Gucken wir mal. Die Kiste, die sollte ja gespeichert sein, richtig? Oh, ich habe erst 10 Stück, mein Gott. Es waren durchaus ein paar Nitro-Kisten schon da, aber trotzdem, 10 ist jetzt natürlich nicht gerade viel. Ah, nicht in die Richtung. Boah, ich habe irgendwie immer noch Probleme mit dieser Jetpack-Steuerung, muss ich feststellen. Boah, hier könnten natürlich auch übelst fies Kisten versteckt sein, jetzt hier oben beispielsweise. Ne? Das ist echt nicht gerade einfach. Aber ich gebe mein Bestes. Ich kann aber für nichts garantieren, ich sag's sofort.
So. Da kommen wir direkt durch. Perfekt. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. So. Die nehmen wir auch mit. So, hier wieder so ein Dödel am Start. Ich habe immerhin einen Schutz, das ist gut. Jetzt habe ich ihn wieder so nah davor platziert. Ärgerlich. Ah! Puh, jetzt habe ich gerade noch die richtige Taste gedrückt. Ich war nämlich gerade ziemlich daneben. Naja, das passt jetzt glaube ich nicht. Doch, es hätte gepasst, verdammt. Dann jetzt, ab die Post. Nicht wieder zurück. Huiuiui. Okay. Das ging gerade nochmal gut. Ich glaube, dass wir die gelben Platten nicht berühren dürfen. Also machen wir jetzt hier mal ganz langsam. Die Kiste haben wir. Wumperfrüchte. Brauche ich nicht zwingend. Nein, ich will den Checkpoint nicht. Ich will erst da oben die Kiste noch sehen. So. Jetzt gehen wir nochmal ein Stück zurück. Auch ein Stück runter, um nochmal hier einen Überblick zu kriegen. So, ja, jetzt können wir, jetzt müssten wir doch, ja, jetzt nehmen wir den Checkpoint mit. Okay, alles klar. Ich hoffe, dass ich alles habe bis dato. Uiuiuiui, das war knapp. Jetzt ist die Frage, ist da irgendwas? Okay, das wäre jetzt schon ziemlich fies platziert an der Stelle, ne? Sind wir mal ganz ehrlich. Also das Spiel ist zwar an der einen oder anderen Stelle nicht gerade einfach, aber wirklich unfair war es bis dato ja dann Gott sei Dank noch nicht. Okay, da muss ich jetzt aufpassen. Nitro-Kisten sind nicht so schön. Okay, da sind wir durch. Alles klar. Perfekt. Sehr gut. Auch das hat funktioniert. Ist doch bisher ein ganz guter Versuch, würde ich jetzt einfach mal behaupten. So, die nehmen wir mit. Okay, hier gibt es aber auf jeden Fall eine ganze Reihe Nitro-Kisten. Also da sollte ganz am Ende definitiv noch was dazukommen. Und das hat mich eben natürlich auch ein Stück weit bei dem Level Nightfight irritiert. Weil da gab es halt auch die ein oder andere Nitro-Kiste und ich habe jetzt halt spekuliert ein Stück weit, dass das reichen würde. Und ich meine, es haben ja auch nur zwei gefehlt, nicht wahr? War ja durchaus sehr knapp. Jetzt gucken wir aber mal. 17. Verdammt, das sind aber jetzt doch ganz schön viele. Aber wo sollte denn hier noch irgendwas versteckt sein? Mein Gott. Boosten wir durch. Ich habe ja sowieso einen Schutz. Okay. So. Kann man hier irgendwo rüberspringen? Da oder da? Ich glaube es fast nicht. Spannung. Ja, okay, perfekt. Dann haben wir jetzt in diesem zugegebenermaßen auch nicht ganz so einfachen Level einen Edelstein geholt. Und zwar auch den einzigen, der hier noch fehlt. Denn wenn ich das eben richtig gesehen habe, gibt es hier auch zwei. Ich habe mal kurz was getrunken, sorry. Und das macht mich mitunter stolz. Dann sind wir jetzt schon produktiver in diesem 41. Part als im gesamten letzten Part, wo wir in zwei Leveln, nämlich Nightfight und Piston It Away, leider gar nichts gesehen haben. Und ich habe, ja, und jetzt habe ich, das wollte ich sagen, und jetzt habe ich aber in Pack Attack dann den einzigen fehlenden geholt. Nightfight und Piston It Away bleiben nach wie vor offen. Wie bereits erwähnt, ich weiß gar nicht, ob in diesem oder im letzten Part Piston It Away, da werde ich mich wahrscheinlich sofort schlau machen, wo ich da, naja, oder ich gehe halt nochmal rein, im Zweifelsfall auch offline, ich weiß es nicht, weil ich vermute mal, dass ich nur den Nitro-Kistenschalter vergessen habe, weil die Nitro-Kisten waren definitiv am Ende nicht kaputt und das waren vielleicht die Kisten, die gefehlt haben. Vielleicht hatte ich Knöpfe auf den Augen, seht es mir nach, wenn ich es übersehen habe, tut es mir leid. Nightfight fehlt nur zwei Kisten, da gehe ich eventuell noch mal rein. Aber wir machen jetzt erstmal weiter mit Spaced Out. Da fehlt noch der zweite Edelstein, also der höchstwahrscheinlich auch etwas schwierigere. Den ersten haben wir schon geholt, Pack Attack ist abgeschlossen. Und dann käme auch schon Cortex, das heißt, wenn wir jetzt Spaced Out schaffen sollten, schalte einen neuen Weg frei, indem du sämtliche Farbedelsteine erhältst. Okay, die habe ich ja jetzt, dann sollten wir den zweiten Edelstein ja grundsätzlich erreichen können, richtig?
Ja, schauen wir mal. Ich krieg einen Doppelschutz, cool. Dann habe ich in dem Level offenbar übelst gefailt. Zuletzt. Ach ja, das habe ich in der Tat, ich erinnere mich. Ja. Oh Gott, da kommen gerade Erinnerungen hoch. Ihr könnt es euch vorstellen. Wenn ihr die Parts gesehen habt, ich glaube, es waren nämlich mehrere, wo ich dieses Level hier gespielt habe, dann wisst ihr, was Sache ist. Und direkt fange ich wieder mit einem Fail an. Wahnsinn. Kommt der jetzt nicht runter? Doch. Blödes Ding. So. Alles klar, das hat jetzt schon mal geklappt. So. Ich würde sagen, wir machen die Kisten hier noch kaputt. Ich weiß aber auch gar nicht, ob wir sie brauchen. Und jetzt gehen wir mal hier direkt über die blaue Edelstein-Plattform in einen geheimen Bereich, den wir definitiv noch nicht gesehen haben. Da bin ich ja mal gespannt, was jetzt hier Happiges auf mich zukommt. Ah, auf jeden Fall schon mal Leben. Das ist doch nicht schlecht. Oh Gott, ich ahne Böses. Okay, das ist erstmal alles noch irgendwie machbar. Na ja, okay. Da hätte ich natürlich drauf achten müssen. Gut, ich kriege aber einen Schutz. Ich habe 4 Leben. Ja. Nee, aber was ich sagen wollte, wenn wir das jetzt schaffen sollten in diesem Part, dann müssen wir eh in die Level rein, in denen wir innerhalb dieses 100% Walkthrough eh schon drin waren. Das heißt, hier muss ich dann im Zweifelsfall mal schauen, wo ich noch was holen muss. Beziehungsweise... Ja, danke schön. Was soll das? Wieso kann er denn nicht wenigstens dann nochmal vernünftig abspringen? Naja, egal. Ja, dann müssen wir... Ich weiß nicht, entweder... Also wenn ich jetzt das hier schaffen sollte, relativ schnell, was ich nicht glaube, ehrlich gesagt, dann geht es ja darum, in die Level zu gehen, die wir bisher noch nicht geschafft haben. Und... Mitunter ja auch deswegen, weil ich einfach nicht weiß, wo ich an der einen oder anderen Stelle noch was finden muss oder finden kann. Und deswegen muss ich im Zweifelsfall mich dann eh erstmal schlau machen, bevor ich überhaupt dann weitere Edelsteine sammeln und somit finden kann. Und ja. Oh je, oh je, oh je, oh je. Jetzt. Und jetzt. Okay. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Nein! Verdammt nochmal, du warst doch schon unten. Das hätte... ein bisschen Glück hätte das klappen können. Verdammt. Aber es ist nicht einfach, aber es gab definitiv schon schwierigere Sachen in diesem Spiel. Naja. Oh, was ist das denn jetzt für ein Rhythmus? Interessant. Nee, 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 nee. Mach du ruhig nochmal. Passt schon so. Das könnte knapp werden, aber es klappt. Okay. Gut, zweiter Abschnitt über den grünen Edelstein. Theoretisch müssten hier 5 Abschnitte kommen, richtig? Mein Gott, das wird aber jetzt echt fies. Okay, man muss schneller sein, verdammt. Okay, das hat aber geklappt. So kann man es natürlich auch machen. Mein Gott, was ist das denn? Wieso springt er nicht drüber? Sorry, dass ich mich da jetzt doch mal ein bisschen aufrege an der Stelle. Aber es nervt. Weil es gerade nicht wirklich schwer ist. Es ist gerade einfach wieder nur so eine Timing-Geschichte. Und das nervt. Weil ich leider doch jemand bin, der dazu neigt, etwas ungeduldig zu spielen. Und das ist natürlich gerade bei so einem Level hier absolut tödlich. Ihr könnt euch ja denken, warum. Denn sobald man hier eine Sekunde zu schnell oder zu langsam ist, hat man halt verkackt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich verstehe nicht, warum das nicht klappt. Ich bin doch schon relativ schnell. Okay, ich muss nochmal zurück. Genau das habe ich gerade gesagt. Machen wir es doch einfach so.
Der kommt nicht bis hierhin, oder? Nein, okay. Super. Es wäre natürlich echt mal schön, wenn hier noch mal irgendwo ein... Ah, ich ahne Böses. Ah, bleib stehen. Bleib stehen, was ist das denn? Ah, und hier ist natürlich nirgendwo ein Checkpoint. Um es einem natürlich wieder so schwer wie möglich zu machen. Das ist ärgerlich. Ob wir das in diesem Part noch schaffen, bezweifle ich gerade fast. Boah, das war knapp. Das war richtig knapp, Leute. Aber gut, es ist natürlich auch das letzte Level im Spiel. Da erwarte ich jetzt auch nicht unbedingt, dass das jetzt super einfach wird. Weiß Gott nicht. Kriege ich es denn vielleicht so irgendwie hin? Ja, perfekt. Ich habe das Spiel ausgetrickst. Jetzt hat es mich fast ausgetrickst. Sehr gut. Das war doch mal ein richtig guter Try bis dahin. Denn wir kommen jetzt mit unserem Schutz hier weiter. Nee, das ist mir zu riskant. So, das müsste jetzt besser passen vom Rhythmus. Ganz genau. Das passt auch. Das passt auch. Das ist egal, das ist nicht egal, aber es ist mir jetzt für den Moment egal. Das habe ich jetzt einfach mal in Kauf genommen. Könnte natürlich ein fataler Fehler gewesen sein, je nachdem, was jetzt noch kommt. Okay, hier geht es definitiv nicht zurück. Oh, das ist jetzt schwierig. Das ist sogar richtig schwierig. Ja, toll. Ich habe immerhin noch ein Leben mitgenommen. Verdammte. Ich sag's jetzt mal nicht. Ihr könnt euch denken, was ich sagen wollte, glaube ich. Ich trinke noch mal kurz was. Hab einen trockenen Hals, tut mir leid. Kommt von der vielen Sabbelei. Das war ziemlich dumm. Hat aber dann doch noch mal irgendwie geklappt. Ja, ja, ja. Okay, also es ist definitiv... Es wäre definitiv wünschenswert, das wollte ich sagen, wenn ich den... Schutz mitnehmen würde und schon ist er weg und ich bin tot, weil dieser Blödmann seine Phase gefühlt verdoppelt und dreifacht hat in der Länge. Immerhin habe ich jetzt dafür einen Doppelschutz bekommen. Dann hatte der Fail sogar einen Sinn. Heißt aber im Umkehrschluss auch wieder mal, dass das Spiel sagt, oh, ich glaube, du bist zu doof für dieses Level. Ich gebe dir mal lieber Unterstützung. Dankeschön, Spiel. Naja, ich kann damit leben. Ich kann damit leben. Mit sowas kann ich allerdings nicht leben, denn das war absolut unnötig. Und ich verstehe es auch ehrlich gesagt nicht. Weil ich meiner Meinung nach ganz normal gesprungen bin. Verdammt nochmal. Aber irgendwie muss man hier immer eine Phase abwarten, um hier safe durchzukommen. Ist schon witzig. Denn auch hier kommt man jetzt, glaube ich, nicht durch. Jetzt hingegen schon. Das ist schon gemein. So, ich versuche es mir jetzt aber trotzdem selbst zu beweisen, indem ich jetzt hier versuche, diesen Schutz mitzunehmen. So, weil eben hat es ja auch geklappt. Was macht er? Diese Sprünge haben doch eben auch funktioniert. Was will dieser... Blödmann von mir, das darf nicht wahr sein. Meine Güte. So. Jetzt nochmal mit Konzentration. Nicht, dass ich eben nicht konzentriert gewesen wäre, aber gerade diese zu kurzen Sprünge, die müssen nun wirklich nicht sein. Mann, das ärgert mich. So. Okay, hier hätte ich jetzt, glaube ich, wirklich sofort durchgehen können. Warum? Seht ihr das? Er glitscht an dieser blöden Plattform vorbei. Ich verstehe es nicht. Was zum Geier soll das denn bitte? Spiel, geh mir nicht auf den Keks. Meine Güte. So. Ich würde sagen, das ist der letzte Versuch für diesen Part, denn ich bin jetzt über der Zeit. Ich habe es ja eben schon... Ja, super. Schutz ist weg.
Schutz Nummer 1 wohlgemerkt. Ich bin schon wieder über der Zeit. Jetzt ist das Ding komplett aus dem Rhythmus. Wunderbar. Das kann nicht wahr sein. Ja, das bringt nichts. Der Rhythmus ist jetzt verzogen gewesen, weil ich diesen Fail kassiert habe. Okay, ich habe jetzt aber auch keine Lust, mich weiter darüber aufzuregen. Ich mache jetzt einfach mal eine kurze Pause. Das ist ja jetzt der zweite Part, den ich in Folge aufnehme. Ihr wisst es ja, ich nehme in der Regel 4 Parts hintereinander auf. Letztes Mal waren es tatsächlich sogar 5. Ich weiß gar nicht, ob ich es bei der Aufnahme selbst gesagt habe. Ist aber auch vollkommen egal. Ich mache jetzt mal eine kurze Pause, versuche wieder ein bisschen runterzukommen und dann sehen wir uns hier an dieser Stelle mit noch 4 verbleibenden Leben, denn die 0 zählt ja auch, wieder. Und dann versuche ich in Space Out, dem offiziell letzten Level im Spiel, den noch fehlenden Edelstein zu holen, bevor wir dann an die zurückgestellten Level gehen, beziehungsweise an die Level gehen, wo ich einfach keinen Plan habe, wie ich an den noch fehlenden Edelstein komme, weil ich nicht weiß, wo die teilweise noch enorm große Anzahl an Kisten fehlen und so weiter und so fort. Und ja, da muss ich dann im Zweifelsfall einfach mal Recherche betreiben, denn ich will ja, das ist ja das ausgesprochene Ziel nach wie vor, die 100% voll machen, und wir sind erst bei 89 und es ist ein Blind Let's Play, von daher weiß ich es wirklich nicht, muss mich dann im Zweifelsfall also schlau machen und werde es dann natürlich auch tun. Das aber dann zu seiner Zeit. Wir sind jetzt erstmal hier noch im Level Spaced Out und das versuchen wir jetzt einfach mal dann im nächsten und 42. Part durchzuziehen und hoffentlich erfolgreich abzuschließen, entweder mit den noch verbleibenden Leben oder dann im nächsten Rutsch. Wir bleiben jetzt auf jeden Fall hier in dem Level drin. Höchstwahrscheinlich, es sei denn, ich brauche mehr als den noch nächsten Part, dann werden wir natürlich das Level auch nochmal wechseln. Denn es gibt noch ein Level, fällt mir gerade ein, das ist nämlich Cold Hard Crash, wo ich, glaube ich, eine Vermutung habe, was man machen muss, um an den fehlenden Edelstein zu kommen. Das würde ich dann nochmal so spielen, ohne Recherche zu betreiben. Alles andere muss ich dann aber im Zweifelsfall nachgucken, bevor ich euch hier jetzt Level dann mehr als zweimal oder im Zweifelsfall sogar mehr als dreimal, weil ich jetzt gar nicht weiß, ob ich unter Umständen schon in einigen Level mehrfach war. Ich vermute fast schon. Naja, egal. Ich will jetzt nicht den Part unnötig in die Länge ziehen und auch wieder so eine epische Abmoderation machen. Die ist wahrscheinlich eh wieder schon viel zu lang. Jedenfalls bedanke ich mich fürs Zuschauen, wie immer bei euch. Wir haben ja immerhin einen Edelstein geholt in diesem 41. Part. Und dann hoffe ich, dass ihr wieder dabei seid im nächsten Part. Hoffe, dass ihr gesund bleibt. Und ja, habt noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao.